So, ich werf mal hier den ein oder anderen Block weg, der Müll ist. Das zum Beispiel. Ja, reicht eigentlich auch schon. Ich will nur diese einzelnen Blöcke da vermeiden immer im Inventar. So. Hier sind so viele Zombies und so. Ich glaube, ah ja, hier war ja dieser Spawner drunter. Stimmt. Das hatte ich schon mal in einem Let's Play gesehen. Da war ja was. Ach du Scheiße, ach du Heilige. Hilfe. So, weg mit dir. Ach du Heilige, ey. Warte mal, ich muss das Schwert nutzen für Sweep Attack einfach. So, jetzt kann ich es nicht mehr nutzen. Na toll. Ey, die töten mich noch. So ein Scheiß, weil es einfach so viele sind. Also, Masse sind die echt übertrieben, die Zombies, ne? So. Ah, Mann, weg mit dir. Ich muss erst was essen. Oh, ist ja schlimm. Naja, ich hoffe mal, ich kann mich gleich in diese Monsterhöhle da unten, ja, wagen. Weil, ja, das brauchen wir auf Dauer. Na gut, da kann mich jetzt gleich erreichen. So, zum Glück habe ich ihn gekriegt. Ich hoffe mal, jetzt kann hier nichts mehr spawnen. So. Ja, sollte erstmal hell genug sein. Ich mache hier nochmal was hin. Da auch. Damit hier wirklich nichts mehr spawnen kann, ne? So. Ausleuchten ist ja kein großes Problem. So, Moment. Ach, da hinten sind auch noch Blöcke frei. Scheiße, ich dachte, die sind alle gefüllt. Sehe ich jetzt erst, dass das nicht so ist. Das ist ja dumm. Ich meine, wie soll ich denn das hinkriegen? So, hier sind wir auf Höhe 28. Naja, gut. Da wird das da unten so Höhe 10 vielleicht sein oder 12 oder sowas. Ja, wir haben aber hier auch wirklich nicht mehr viele Blöcke, wo wir dann noch was dran bauen können. Den vielleicht noch. Ach du Scheiße, ey. Soll ich die mal irgendwie ertränken oder so? Das würde ja gehen. Dann gehe ich mal zum Winterwald-Punkt und teleportiere mich mal kurz, damit ich mir einen Wassereimer hole und da mal Wasser runterschütte, um die mal beiseite zu schwemmen. Ja. Was anderes fällt mir jetzt erstmal nicht ein, um da jetzt irgendwas zu machen. Mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege jetzt, die ganze Situation. Wenn nicht, dann, ja, wäre es doof, aber dann haben wir es immerhin probiert. So. Jetzt hätte ich natürlich gleich mal was essen können, was ordentliches. Wir haben ja noch Suppen und alles oben. Also dieses Borscht und sowas haben wir ja noch. Und ja, kommt bestimmt auch aus dem Bayerischen, ne? Der Begriff Borscht. Habe ich noch nie gehört so. Ja, hört sich halt so bayerisch an. Boah, Alter. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt setz erstmal hier das Wasser und mal gucken. Ah, da wird auf jeden Fall ein bisschen was weggeschwemmt. Ich hoffe mal, da sind keine Pilze und so, dass ich die jetzt wegschwemme. Doch, da sind welche, aber ich hoffe, ich schwemme keine weg halt, ne? Ich denke mal, das ist verständlich. So, ich mache hier mal eine Fackel hin. Und hier mal Wasser. Können wir hier mal versuchen, ein paar Blöcke anzubringen. Oh Scheiße. Oh shit. Jetzt komme ich einfach nicht mehr hoch. Oh, wie dumm war das denn jetzt wieder? Moment. Hilfe. Schnell Wasser weg. Oh, Alter. War das wieder gefährlich jetzt. Mann, oh Mann. Und ich glaube, ich konnte gerade irgendwie auch rückwärts schwimmen. Konnte ich dann irgendwie außerhalb der World Border oder so kommen? Ich weiß es gar nicht. Ich denke aber mal nicht, weil es sollte eigentlich nicht möglich sein. So. Scheiße. Ich höre ein Skelett. Ich hoffe, das kann mich hier nur hochboosten oder so und nicht runter. Oh, Scheiße!
Nein! Der ist einfach hochgeschwommen. Oh Mann. Oh Scheiße. Oh nee, warte mal. Ich will jetzt mal meine Items einsammeln. Es tut mir leid. Ich mach den Scheiß jetzt hier auch friedlich. Ich hab sonst einfach keinen Bock mehr. Weil ich dann einfach die Items nicht einsammeln kann. Guck mal, ich muss jetzt zwischendurch das mit der Hand abbauen. Ach nee. Mann, es ist aber auch schlimm hier. Man kommt ja hier nicht ran. So. Oh lol. Ich habe einen Creeper-Kopf bekommen. Weil der Charged Creeper explodiert ist. Und einen anderen Creeper getötet hat. Ja, geil. Hier sind ja schon voll die High-End-Sachen drin. Fühle ich mich voll komisch, jetzt die mitzunehmen. Naja, ich mache es mal hier wieder auf normal. Die Schwierigkeit. Das spawnen sie auch gleich wieder, die ganzen Viecher. Ach du Scheiße. Was gibt's denn hier wieder für Spawner, für Dumme? Da liegt einfach ein Stein. Der ist wirklich vorhin auch mit hochgeschwommen, ne? Glaube ich. Also anders geht's ja nicht. Und vor allem bin ich genau hier oben gestorben. So richtig scheiße halt. Oh, da ist noch was. Jetzt kann ich aber erstmal zumindest das Ganze sehen, was da unten vor sich geht. So, Moment. MLG. Ah, oh, natürlich nicht geschafft. War ja klar. So, hier bin ich ja schon mal sicher auf der Insel, ne? Einigermaßen. Hier kommen sie nicht her. So. Bisschen was mitnehmen, das ganze Zeug hier. Jetzt muss ich natürlich noch gucken, wie ich gegen die Creeper vorgehen kann. Guck mal, da haben wir braunen Farbstoff, das ist eigentlich gut. Und Pilze. Aber was bringen uns Pilze? Ich weiß es noch nicht. Und vor allem muss ich erstmal hier alles ausleuchten, wirklich. Ja, ich wollte es mir jetzt auch nicht zu einfach machen hier und alles schon mal ausleuchten im Friedlich. Sondern, dass ich zumindest noch einen kleinen Schwierigkeitsgrad habe dabei. Ach du Scheiße. Ich bin schon wieder auf dem halben Leben. Es geht immer viel zu schnell. Ach Mann. So, so und so. Ah. Bringt auch nichts. Wo habe ich denn jetzt meine Workbench? Hatte ich die weggetan? Wo ist denn die hin? Ich weiß es nicht. Das Skelett ist, glaube ich, jetzt unten. Naja, komm, ich hole mir jetzt einfach mal eine neue. Ach, natürlich schießen jetzt wieder. Oh Mann, ey. Kann ja nicht sein. So. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir hier mit einem Eisenschwert klarkommen. Oh nein. Oh Mann. Spreng doch nicht alles weg. Jetzt haben sie wieder irgendwelche Blöcke in der Hand und freuen sich. Guckt sie euch an, wie sie hochspringen. Na? Na? Oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ist doch nicht mehr die Möglichkeit. Mann, ist ja übertrieben hier. Habe ich den Creeper jetzt? Nee. Oh, ey, das ist aber auch schlimm. Ja, komm, weg mit dem. Ah, endlich. Habe ich jetzt noch Fackeln? Nee. Ich mach mir noch mal ein paar. Oh, stimmt. So hätte ich ihn jetzt auch töten können. Ah, gut, egal. Oh, 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 oh. Scheiße. Na toll. Ich gehe einfach wieder auf friedlich. Mir reicht's jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe das jetzt als Spawn Protection sozusagen.
Oh Mann, ey, das kann es doch nicht sein. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ich glaube hier. Mann, wie dämlich ist das denn nur immer wieder? So, jetzt wird ja erstmal alles ausgeleuchtet, ja? Aber lückenlos. Jeder einzelne Winkel in diesem ganzen Scheiß hier. Dann nehme ich jetzt hier alles mit, was ich kriegen kann. Ja, das kann's doch nicht sein. Dann können die ja machen, was sie wollen. So, ich habe mir extra hier wieder alles sortiert gerade. Und alles wird einem zunichte gemacht immer wieder. Unnötigerweise. So, mal wieder keine Workbench gerade, deswegen kann ich die nur mit der Hand abbauen. So, und jetzt habe ich immerhin schon mal Diamanten gefunden. Das hört sich schon mal gut an. Da haben wir jetzt wieder einen halben Block mehr. Und können noch weitere Kisten öffnen. Dann ein paar Smaragde und die Viecher hier. Ich bin noch mal gespannt, wie der Enderdrachenkampf dann später wird. Ich denke mal, der wird auch ganz lukrativ. Wer weiß. Ich weiß auch gar nicht, woher das Wort lukrativ kommt, um ehrlich zu sein. Es kommt ja nicht von Location oder so. Ist ja komplett was anderes. Aber irgendwie muss es ja eine Verwandtschaft haben zu einem anderen Wort, habe ich so das Gefühl. Es hört sich nicht als ein einzelnes Wort an, sondern eher wie eine Wortfamilie, so. Gibt's ja eigentlich bei fast jedem Wort, dass es dann noch ein zugehöriges Verb oder Substantiv gibt oder irgendwas anderes, was so ähnlich halt eine Bedeutung hat, ne? Ich denke mal, das gibt's bei dem Wort auch. Keine Ahnung, fiel mir nur gerade so ein. So, dann nehme ich das hier mal mit, das Dschungelholz. Da können wir noch weitere Kakaobohnen anbauen oben. Ja, wie gesagt, ich baue das jetzt ja alles ab, einfach nur so, damit ich endlich mal wieder eine Chance habe hier, eine reale. So, das Holz natürlich auch mitgenommen. Das mitnehmen. Ja, da haben wir ja hier eigentlich alles gelootet soweit. Nicht schlecht. Ich stelle auch gleich wieder auf einfach oder auf normal, damit wir wieder einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben. Da will ich ja schon was haben auf Dauer, aber es war mir jetzt einfach zu blöd und deswegen habe ich das jetzt wieder umgestellt, ne? Ich weiß, viele sagen immer, ja, peaceful machen ist cheaten, aber eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich ist es ein Feature, was man einfach ausnutzt. Ein normales Feature. Was einem natürlich Vorteile verschafft, die relativ unfair sind, aber ja, keine Ahnung. Sicher, man kann es als Cheaten auslegen, aber nicht unbedingt vielleicht. Oh Mann, ey, mein Auge tut schon wieder so weh. Das gibt's überhaupt nicht. Mann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das kann doch nicht an dem bisschen Aufnehmen hier liegen. Alter, Schalker-Schale? Seit wann sehen die so aus? Schalker-Scherl. Das war nicht so eine Schad, ne? Sondern irgendwas anderes. So, hier das eine Ding mal rein. Den einen Pfeil, den brauche ich gerade auch nicht. Karotte kann ich vielleicht gebrauchen. Statt den paar Ziegeln da. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es gewesen von dieser Aufnahme jetzt so langsam. Ich verabschiede mich. Es wird auf jeden Fall Zeit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hier nochmal weitermachen, ne? Und ja, mal sehen, was wir dann so alles noch bekommen. Ich schwimme jetzt erstmal hier hoch kurz und logge mich da aus, weil ich will jetzt gleich wieder auf normal schalten. Und dann überlege ich mir nächstes Mal, wie ich dann einfach hier damit fertig werde, ne? Tschüss. Ah, da ist auch noch was.